Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny 2. So wie versprochen, machen wir heute natürlich mit der Quest weiter hier auf Io und ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. In der letzten Folge hatten wir hier den komischen Vex-Kreatur dort besiegt, oder was heißt besiegt? Sie ist abgehauen und ich denke mal, dass wir die jetzt in dieser Folge oder vielleicht auch erst in der nächsten dann natürlich besiegen werden. Schauen wir uns aber jetzt alles ganz genau an. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute und würde sagen, es geht weiter. So, wir schauen mal. Wir müssen eh gleich hier raus. Also gar nicht weit weg. Brauchen wir auch nicht porten, das machen wir so. Halt einfach ein bisschen wieder reinkommen ins Spiel. Für den Raid vorbereiten. Es wird bei mir noch ein bisschen dauern, bis ich da rein kann. Aber immer schön nach und nach, würde ich sagen. Ich will halt auch schauen, dass ich halt alle Charaktere irgendwie auf Max bekomme. Na, die Wumme ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Hier bin ich nicht richtig. Und werden natürlich uns dann auch Beutezüge anschauen, Strikes und so weiter. Aber man muss in dem Spiel echt eins nach dem anderen machen. Ich will jetzt erstmal die komplette Story-Mission für alle Planeten so ein bisschen abschließen. Außer dem Mond, den werde ich ganz zum Schluss machen dann. Mond ist ja dann Shadowkeep und den wollte ich ganz zum Schluss anschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal hier die das hier ein bisschen an. Die des Riesennarbe. Dynastie. Wir sind bei der Kabalbasis. Alles klar. Der Besessene hier. Gibt es Neues von deinen Agenten, Ikora? Ich befürchte, dass die Verborgenen noch nicht in diese Basis eindringen konnten. Ich nehme meine ursprüngliche Hypothese zurück. Irgendwas geschieht mit dem Vex. Sie können es spüren. Ich kann es spüren. Ich spüre, wie etwas an meinem Arm zerrt, um mein Innerstes aus meinem Körper zu reißen. Halte es auf! Leute, wenn ihr mal Bock habt, dass wir zusammen zocken, einfach anschreiben. Würde mich sehr freuen. Wir suchen eh noch ein bisschen Spieler, die mit uns ein bisschen zocken. Aktuell sind wir bloß zu zweit. Weil ich ja, wie gesagt, damals von der PS, also jetzt vor kurzem von der PS4 auf den PC gewechselt bin. Und ja, wir sind aktuell zu zweit. Also wenn ihr Bock habt, schreibt mich an. Sagt Warlock ist um die 900. Wäre halt cool, wenn ihr ungefähr das gleiche Level hättet, dass ihr auch ein bisschen höherlevelige Sachen machen könnten. Ja, was ist denn jetzt hier? Muss ich hier wieder rein? Ich muss irgendwie hoch, oder? Hier? Nee. Ah, hier.
besiege die Besessenen. Okay, besiegen wir die mal. Na, merkt natürlich schon gleich, wenn man hier alleine spielt, dann ist es natürlich ziemlich leicht. Das ist wie diese Basis auf Phobos. Die Besessenen nutzen anscheinend diese Rifts, um die Wächs zu entfernen. Aber wird noch schwieriger. Ich glaube, letztes Mal hatte ich mit einem Kumpel irgendwie so eine richtig geile Quest gemacht. Ich glaube, das ist Forsect DLC. Da wurde für den exotischen Bogen so einen Stunts machen musstest. Wir haben keine Chance gehabt bei dem blöden komische Viecher, da wo man die ganzen Hexen töten muss, im Kreis rennen muss, die Fragmente da einsammeln muss. Boah, heftig. Dringe tiefer in die Basis vor. Bevor wir das jetzt richtig sind. Und Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und wenn nicht, wenn ihr einfach nur lurken wollt, auch okay. Freue ich mich auch drüber. So, weiter geht's. Ikora, wir haben Zellen gefunden, glaube ich. Eine Art Mix-Gefängnis. Vielleicht haben die Besessenen Recht und Ordnung erfunden. Asher, spar dir deine Kommentare. Sei vorsichtig, Hüter. Mein Gott, lange muss er drauf schießen. Ah, shit. Brauchen Munition, ey. Ist recht. Die Besessenen transformieren die Wächs. Das wäre glatter Selbstmord. Warum? Thank you.
ein bisschen aufräumen hier. Stirb, du elendiges Vieh! Der Typ ist uns wieder entwischt. Okay. Hey, was hattest du gesagt? Dass es glatter Selbstmord für die Besessenen wäre, die Vex in Ehrenroboter zu verwandeln? Absolut suizidal. Die Vex infizieren alles, was sie berühren. Ihre Selbstreplikationssubroutinen würden die Besessenen von innen heraus zerstören. Vielleicht sind sie sich der Gefahr nicht bewusst. Oder vielleicht doch. Und es ist ein kalkuliertes Risiko. Okay. Schauen wir immer so nochmal um, ob es irgendwelche Kisten gibt, Leute. Muss es sein. Beeil dich, Hüter. Triff dich mit Asher. Wir versuchen mehr darüber herauszufinden, während du auf dem Weg bist. Okay, weiter geht's. So, neue Quest verfügbar. Wir schauen gleich. Porten einmal. Wenn man genau hinschaut, kann man den Umwandlungsprozess sehen. Zu spät. Mit dem Pyramidion wollten die Vex Io in eine Maschinenwelt verwandeln. Da drin sind Warp-Tore, die das Pyramidion mit tausenden verschiedener Welten und Realitäten verbinden. Während du dir eine Auszeit gegönnt hast, suchen die Besessenen darin nach den Toren. Ich vermute, dass sie den Vex-Kollektivgeist übernehmen wollen. Das darf natürlich nicht geschehen. Ich habe meinen Arm da drin. Genug geredet. Du kannst gehen. Deswegen arbeite ich allein. Zwei Patrouillen müssten wir abschließen. Experiment 922. Pläne, radiolarische Flüssigkeit und hohe Hitze. Dann gehen wir zum Riss. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir hier zufällig irgendwelche Patrouillen. Dann können wir das ja mitmachen. Die dauern ja normalerweise nicht lange. Hier ist ein verlorener Sektor, okay.
Oh, Automatikgewehr. Natürlich nice. Und dort hoch, okay. Kommen wir jetzt hier nicht hoch oder was? Wir haben einen guten Blick auf das Pyramidion. Ich kann in der Ferne Besessene sehen. Direkt im Konstrukt. Du weißt ganz genau, wie nah Oryx-Streitmächte dran waren, das Vex-Kollektiv einzunehmen. Stell dir die Zerstörung vor, wenn die Besessenen es erneut versuchen und es schaffen würden. Und stell dir vor, wie verheerend es für deinen Widerstand wäre, Ikora, wenn du deine Kriegsheldin an die Unendlichkeit des Pyramidions verlieren würdest. Geh nicht weiter als nötig. Du musst echt aufpassen, wenn du es nicht gewohnt bist. Ach. Ich war ja eigentlich immer so eher auf Jäger gewohnt, vom Spring her. Muss man echt ein bisschen dran gewöhnen. Boah. Super. Natürlich stehen wir oben auf einer unmöglichen Klippe. Wie soll es auch anders sein? Ich
habe mal gelesen, dass nie etwas so sehr erforscht wurde wie der Reisende. Die Menschen des goldenen Zeitalters haben seine Laufbahn von Planet zu Planet verfolgt, um ihn zu verstehen. Wir müssen irgendwo hier lang. Und dann mal hier rein. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, schaut schon geil aus. Stimme das Pyramidion. Die alle von der Ferne ein bisschen wegmachen können. Sehr schön. Wir haben die meisten Besessenen aufgehalten, aber einige sind durchgekommen. Das ist in Ordnung. Es hätte der Anfang eines großen Krieges sein können. Und ihr habt dem Einhalt geboten. Wenn die Besessenen und Vex sich weiterhin zusammenschließen, werde ich es sofort wissen. Und ihr beiden gleich nach mir.
Ich muss dir etwas sagen, Hüter. Und wenn möglich, würde ich das gern persönlich tun. Willst du uns endlich danken? Klar, wir machen uns auf den Weg. Mission abgeschlossen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Wie es weitergeht, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Wenn ihr Bock habt, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich auch freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.